Papa, die neue Folge mit Bibo. Jo Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge OMSI 2, heute an Heiligabend. Also wir haben zwar noch nicht Abend, also ist er noch nicht heilig, aber heute ist der 24.12. Ja, und ich hoffe, ihr werdet ein wunderschönes Weihnachtsfest die nächsten Tage genießen und ihr werdet euch so voll fressen, ihr werdet so fett, Leute. Ja, okay. Ja, und zu Heiligabend gab es, oder jetzt vor, weiß ich gar nicht, heute Morgen, gestern Abend, irgendwann, vor ein kurzer Zeit, gab es einen neuen Bus, der erschienen ist. Und zwar nicht im OMSI-Forum, das OMSI-Forum ist ja in Winterpause. Warum, ey? Naja, es ist nämlich, wie ihr schon wahrscheinlich am Lenkrad sehen könnt, ein Setra, jetzt muss ich überlegen, S415NF. Einmal als Doppeltürer und einmal als Einflügel, Flügeltürer, quasi so ein, kleines Chicken mit einer Tür, egal. Jedenfalls gibt es diese beiden Fahrzeuge. Ich habe es mir noch nicht angeguckt, ich habe es nur bei Gamerspiel.tv gesehen, dass die Fahrzeuge draußen sind. Und ja, es sieht auch auf jeden Fall schon mal mega nice aus. Jetzt nicht unbedingt Gepäckhalterung oben, aber das ist auch nicht so schlimm. Gibt es, glaube ich, auch gar nicht, oder? Oder doch? Ich weiß es nicht. Ja, man hat sich einfach den, das ist nämlich ganz wichtig bei der Installation, Leute. Man hat sich nämlich den Facelift genommen, also den von Helvete, und hat den einfach zu diesem Setra umgebaut. Beziehungsweise man hat auch, einige Facelift-Sounds noch drin. Ist auf jeden Fall sehr geil, ne? Außenschwingtüren, ist klar. Hier ist der Rollstuhlplatz. Ohne Rückenlehne, oder? Okay. Haben wir natürlich erstmal ein wunderschönes Foto. Ja, WePaint wird mitgeliefert. Einmal normal weißes und einmal für Wuppertal. Wie heißt es? Wupsi? Nee, war das Wuppertal? Ich weiß es nicht mehr. Nee, Wupsi war was anderes. Ist ja auch wurscht. Und bei den einflügigen Türen weiß ich leider nicht. Habe ich nicht geguckt. So, wir machen mal hier schon mal Elektrizität an. Abfahrt ist um 10.20 Uhr. Wir haben auch die wunderschöne iBox drin. Ich liebe diese iBox. Die ist einfach... Blablabla. Ja, geil. So, wir fahren die Linie 55. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, welche Route das war. 1. Wow, das war ja direkt instant richtig. Wir fahren nochmal auf Wolfsehne. Ja, machen wir. Das sind ungefähr 25 Minütchen. Plus jetzt hier so ein bisschen die Einleitung zum Bus, ne? Wir haben auch den Drehzahlmesser. Also wir haben eigentlich alles hier vorne. Ist genau dasselbe wie am Helvete-Bus, ne? Außer, dass wir hier die iBox jetzt drin haben und kein Ibis. Und ja, und dass hier halt ein Käsebohrer-Symbol auf dem Lenkrad haust. Aber ansonsten alles dasselbe, ne? Hier die Belüftung müssen wir auch gleich anmachen, ne? Die Kunden meckern sonst. Wir haben 8 Grad im Bus. Wir haben draußen auch 8 Grad. Es regnet, ne? Heiliger Bimbam. Ja, aber wie gesagt, der Fahrgastinnenraum hat sich halt geändert. Wir haben halt oben neue Haltestangen befestigt, gemacht, bekommen. Wir haben den Rollstuhlplatz hier jetzt. Wir haben Überlandsitze, diese typischen Setra-Sitze, typische Überlandsitze. Haben wir auch halt neue Haltestellenknöpfe, die sehen auch neu aus. Ah, der Haltestellenzaun ist noch dasselbe. Wir können jetzt mal hinten reingehen und uns mal die Tür angucken. Da, warte, da war noch ein. So. Aber wir haben neue Türsounds drin, ja, Leute. Das ist geil. Nice. Ja. Also ich hoffe natürlich, dass demnächst dann auch ein wunderschönes Sound-Update von irgendwem folgt. Ne? So richtig schöne, typische Setra-Sounds einbaut. Die Türen sind ja jetzt schon mal gut. Boah, die brauchen aber lange, bis sie auf sind. Das ist immer so, ja. Das sind für mich noch ganz mal Zitaro-Sounds. Ich weiß aber nicht, inwiefern... Wie gesagt, ich kenne die Setras. Also wir haben einen einzigen Setra.
bei uns auf dem Betriebshof stehen, aber nicht von der ASIAC, sondern von der BVK, Busverkehr, keine Ahnung, von der ehemaligen RVE, ne? Und das ist ein Unternehmen der Deutschen Bahn. Und die sind auch auf unserem Betriebshof, haben wir auch ein paar Fahrzeuge abgestellt und unter anderem ist das auch ein S415NF. Ich habe schon überlegt, für den dann auch dieses eine Repaint nachzubauen. Einfach ein deutsches Bahn-Repaint und dann halt noch direkt die Werbung drauf, die er hat. Von der FOM-Hochschule oder sowas war das. Wäre auf jeden Fall lustig. So, wir machen jetzt schon mal den Motor an. Ich bin jetzt echt mal gespannt. Facelift. So. Wie gesagt, für die Installation. Ihr braucht den Facelift, ihr braucht das Morphe-Update. Also ich habe das jetzt so gemacht, ich habe jetzt meinen Facelift-Ordner kopiert, habe ihn nochmal in den Vehicles-Ordner eingefügt und habe dann die ganzen Busdateien muss man rauslöschen, die ganzen Facelift-Busdateien und muss dann alles, was im Download-Ordner für den Setra drin ist, dann da einfügen. Oh yeah. So. Also wir brauchen natürlich noch Licht. So, auch hinten. Bei dem Scheißwetter. Ah, man hört schon aber schon einige Soundänderungen. Oh, da ist ja schon die Haltestelle. Okay. Man hört schon einige Soundänderungen. Was sieht für mich so aus? Haben die Gläser so bläulich getönt? Sieht auf jeden Fall für mich gerade so aus. Ich weiß nicht, ob vielleicht ist es einfach an der Karte, liegt es an der Karte, ich weiß es nicht. Ich fahre die Ecke hier so selten. Kein Junge möchte nicht mitfahren. Steht hier nicht an. Golf C. So richtig. Thyssen. Die Altele heißt Thyssen. Ja, dann, Junge, leck mich am Arsch. Bleib halt hier stehen. Ja, Heiliger Abend ist jetzt, ne? Also es ist. Jetzt haben wir Weihnachten. Halt. Nächste Haltestelle. Hansestraße. Tschüss. Die Züge, ja, okay, kommen da. Da ist eine Textur. Makel, sag ich jetzt mal. Ja, und BBS, Leute, also ich habe im Busbetrieb von Leute, habe ich ja in der letzten Folge ein Stellenangebot bekommen, sage ich jetzt einfach mal. Und es ist ein öffentlicher Betrieb, die Omni-Experten. Und ab Rang 3 darf man sich da kostenlos einfach so bewerben. Dann wird auch sofort genommen. Und ich muss sagen, der Betrieb hatte ganz schön viele Busse, ne? Also er hat wirklich viele Busse. Und er hat extra für mich Manningen eingefügt, der Chef hier, ja? Also, Respekt. Wer Manningen fahren möchte, ne, und keinen Betrieb findet, wo Manningen existiert, ja. Die Omni-Experten haben den. Wir haben den, die Karte. Bin so auch schon ein paar Mal gefahren. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Die haben auch schon jede Menge Hallen, also ich muss sagen, wow. Ich glaube, 8 Stück haben wir. Unsere ersten Fahrgäste. Werden wir mal gucken, wie die sitzen so. Heilige Medusa, das dauert ja ewig. Hallo. 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 Hier auf Krefeld gibt es noch keine Blitzer. Da kann man auch noch mal was ein bisschen schneller fahren.
ich auch mittlerweile die Lizenz gekauft. Ich habe, glaube ich, alle Lizenzen habe ich jetzt auch bezahlt. Also wenn man hier nämlich mal so 5 Touren oder so hintereinander fährt, dann hat man dann locker so 3.000, 4.000, 5.000 Euro schon auf dem Konto. Wenn man halt wirklich auch gut gefahren ist. Ne? Also man muss schon den Fahrgastkomfort, muss man schon gewährleisten. Man muss die Pünktlichkeit gewährleisten. Und die Geschwindigkeit. Ne? Also wenn jetzt ständig mitwertet, dann wird es auch irgendwann teuer. Ich glaube, ich habe letztens für einen Strafzettel 60 Euro bezahlt. Das ist so ein blöder Blitzer. Man muss aber auch sagen, Leute, das lerne ich gerade in, oder das habe ich schon mal im Unterricht jetzt erfahren. Wenn man mit einem Fahrzeug, also mit einem normalen Auto, wenn man jetzt allein unterwegs mit dem Auto geblitzt wird, ne, bis 20 km/h zu schnell ist ja nur diese Mindeststrafe. Ne? Wenn du 21 km/h zu schnell bist, musst du ja schon wesentlich mehr Geld bezahlen und kriegst sogar einen Punkt in Flensburg. Gell? Hallo! Wenn man Busfahrer ist und man hat Fahrgäste an Bord, ja, dann sind die Strafen wesentlich höher. Bezahlt man nicht nur noch einen richtig dicken Batzen Geld, ja, sondern man kriegt auch noch Punkte ohne Ende. Und zwar, wenn man zum Beispiel schon 10 km/h zu schnell fährt, ja, kriegst du schon dicke, fette Punkte. Ey. Da wirst du schon richtig zum Highscore-Knacken hier eingeladen. Von daher finde ich es auch gar nicht so schlimm. Die Blitzer lösen, glaube ich, wenn man hier 3 km/h zu schnell ist, lösen die, glaube ich, aus. Ja, genau. Weil ich das so richtig beobachtet habe. Das ist okay. Wenn das heißt, man soll 50 fahren, dann soll man auch 50 fahren und nicht 53. Ich glaube, diese 3 km/h sollen halt diese Geschwindigkeitstoleranz. Ja, man kann ja, wenn man jetzt geblitzt wird, man ist 55 gefahren, dann werden einem immer 3 km/h, auch wenn man 80 gefahren ist, obwohl nur 50 gewesen ist, werden immer 3 km/h abgezogen. Das ist diese Toleranzgrenze. Ne? Dazu kommt auch noch, dass der Tacho nicht immer das anzeigt, was man wirklich fährt. Wenn der Tacho jetzt anzeigt, wir fahren 50, dann fahren wir 48 ungefähr. Also 2 km/h langsamer. Ja? Das kann man alles berechnen. Das heißt, man kann theoretisch mit 55 in den Blitzer reinfahren und wird eigentlich nicht geblitzt. Ja? Also wenn der Tacho sagt 55, 3 km/h Toleranz ungefähr, so 2 km/h werden abgezogen vom Tacho. Das kommt aber auch auf die Geschwindigkeit an. Ne? Schon sehr interessant. Fakt ist aber, dass man einfach, die meisten von uns, die Auto fahren mal zu schnell. Ja? Gibt es immer. Auch wenn man normalerweise immer so ein relativ normaler, ordentlicher Fahrer ist, es gibt immer irgendwann mal einen Punkt, wo man in Stress ist oder so und dann mal ein bisschen schneller fährt. So. Aber ich muss sagen, die Strafen in Deutschland könnten gerne etwas höher sein. So viele Autos hier mittlerweile auf der Straße trifft, das ist schon. So, in Omsi ist natürlich so programmiert, dass die Tachonadel genau das anzeigt, was wir fahren. Das kann man da ja machen. Hier gelten keine Naturgesetze oder so. Naja, 12 FPS. Die FPS-Zahl ist ganz schön minimiert worden. Wenn ich mir mal so angucke, wie viel FPS ich früher hatte, so in den Folge 30 oder sowas, Folge 35, da war dann auch hier Heide Witzka. War ja schon fast alles 60 FPS, auf 50 sag ich mal. Kalt aus, nass. Man hat eine schwarze Wolke aus dem Bus, oder? Gar nicht, das ist nur Schatten. Cool. Nee, ich darf hier rechts bleiben. Ah, ich vergesse es jedes Mal. Diese Kreuzung hier ist so zu kotzen, ne? Also das ist eine Geburt geworden, leck mich am Arsch. DSL fährt vor uns. Guten Tag. Was soll da was? 1 und 1. Ich kann das nicht. Das ist blöd. Ich guck das auch nicht auf Google. So ein schönes Wahnsinn. Endlich haben wir den
Ich muss sagen, die Setras, die der LND gebaut hat, sind auch super geil, ja. Aber es war nie wirklich so ein Stadtbus dabei, ja. Nie so ein. Ja, wie hier zum Beispiel, eine zweiflügige Tür, ja. Und der hat ja auch nicht den 400. Wow. Entschuldigung. Er hat auch nicht den 415 gebaut, sondern den 313 war das, gell? 313 UL. Das war doch der. Oder 315 UL. Das war doch der. Der etwas, der mir bekannt vorkommen muss. Weil diese ganzen langgezogenen Fahrzeuge kenne ich auch. Ja? Haben die Täter betrieben. Aber so an sich, die nicht so wirklich. Also ich habe die Setra 313 oder 315 UL habe ich sehr oft gesehen früher. Guten Tag. Hallo. Hallo. So ist das halt, verdienen wir halt nicht noch was zusätzlich. Macht der jetzt hier biegt nach rechts, nach links und wieder nach rechts und biegt, was muss ich machen? Nope. Ja, die alten Ansagen sind sehr leise. Ich finde die auch generell, weil auf Drehfahrt sind die generell sehr leise. Auch bei den anderen Fahrzeugen so. Aber es gibt wirklich Fahrzeuge, bei denen ist es wirklich so sehr leise. Da hört man es fast gar nicht. Das muss man ganz gut rüberziehen. So. Wir haben auf jeden Fall ZF-Getriebe. Das finde ich auf jeden Fall schon mal nice. Was für ein Halt? Pustergasse. So, kommt weit rum. Sehr schön. Wie gesagt, am Pizza stehen. Oh. Ich weiß auch gar nicht, woher nimmt BBS die. Jetzt muss ich wieder den Scheinwerfer ausmachen, da macht mich gar wahnsinnig. Woher nimmt BBS die die Informationen, welches reale Wetter, also welches reales Wetter nimmt der als Vorbild? Würde mich mal interessieren. Gar keiner mitfahren. Der geht nicht am Arsch. Ja, Scheibenwischer, du kannst wieder aus. Ist okay. Ich habe ja schon mal gerätselt, dass Grefrath, keine Ahnung, eine Umwandlung von Grefrath ist. In der Nähe von Köln, das ist mir nämlich auch aufgefallen, ich fahre ja morgens immer ein Stück mit der U-Bahn zur Schule in Köln. Und da gibt es die Linie 1, die fährt Richtung Grefrath. Oder war das die Linie 9? Ich weiß es nicht. Die fährt Richtung Grefrath. Da habe ich mir gedacht, könnte ja irgendwie einen Zusammenhang haben. Ne? Muss aber nicht. Dann habe ich gesehen, hier gibt es eine Linie, die 950 auf dieser Map hier, die fährt Richtung Duisberg. Ja? Duisberg könnte ja ein umgewandelter Name von Duisburg sein. Das würde, glaube ich, so in die richtige, in diese, ach nee, gar nicht. Würde es nicht, aber es gibt dann auch noch Duisdorf. Ja? Duisdorf ist in der Nähe von Bonn. Grefrath ist in der Nähe von Horrem, also kurz vor Köln. Könnte vielleicht alles hinkommen. Ne? Ich habe mir jetzt auf Google Maps nicht die Straßenverläufe oder so angeguckt. Vielleicht ist es auch so, dass das hier einfach eine komplett fiktive Karte ist, aber halt nur mit umgewandelt echten Namen. Ja? Kann ja sein. Vielleicht kommt einer der Erbauer aus der Ecke, Duisdorf und oder Grefrath. Also Grefrath heißt das ja mit G, nicht mit K. Also das habe ich auf jeden Fall so mal interpretiert, dass das wirklich so ist.
Wäre auf jeden Fall mal mega interessant zu wissen. Aber Krefeld ist mir eine mega schöne Karte. Also ich fahre mittlerweile sehr oft und sehr gerne drauf. Morgen. Vor allem jetzt, seitdem ich hier BBS habe. Was, in den Bus passen 107 Leute? What the fuck? Da kommt der Kuss. Wo am meisten, wo ich wirklich immer Leute sehe, ist auf Berlin-Spandau. Ich verstehe zwar nicht, warum man die Karte so oft spielt. Was an dieser Karte so toll ist. Ich muss mal eines sagen jetzt, ja. Ich bin ja, seitdem ich BBS habe, fahre ich wieder öfter Berlin-Spandau. Weil die Lizenz relativ billig gewesen ist. Und weil das die erste Lizenz, die ich mir geholt habe, ne? Also, diese Map ist ja mal grottenschlecht. Also ich muss sagen, die Häuser sind natürlich real, ist ja logisch. Aber ich finde diesen Detailgrad von Spandau so schlecht. Ich wusste gar nicht, dass es so schlecht gewesen ist. Da finde ich diese Karten, wie zum Beispiel Krefeld oder so, 100 Milliarden mal besser. Die haben richtig hohen Detailgrad mittlerweile, ne? Die Karten. Und Spandau hat immer noch so ein... Machst du da auch mal? Schön, eine Kurzstrecke. Kurzstrecke, Kinderhütte. Schön. Die haben ja auch D-Mark auf Krefeld. Ich glaube, man kann das auch auf Euro umstellen. Das müssen wir machen. Spandau, Leute. Was ist denn in Spandau? Sicher ist ja Weihnachten. Ja. Herr Olli, es ist noch nicht Weihnachten, ja? Mir ist es ja Latze. Aber ich habe es so beigebracht bekommen. Ja. Heiligabend ist noch nicht Weihnachten. Heute Abend wird doch erst Christus geboren. Spoiler. Weil das stimmt mittlerweile, das stimmt auch so gar nicht, ja? Haben wir im Religionsunterricht gemacht. Ich will, weiß jetzt aber nicht, wie es wirklich gewesen ist, also lasse ich es lieber. Es geht auf jeden Fall. Was jetzt? Nee, ich hoffe jetzt nicht, dass es gleich nichts mehr lädt hier. Ich weiß auf jeden Fall, warum zum Beispiel der Juli oder der August 31 Tage haben. Das weiß ich. Das haben wir gelernt. Warum es diesen Monat... Also früher war das so, hatte jeder Monat 28 Tage nach den Mondphasen halt. Ne? Also eine Mondphase dauert ja 28 Tage. Nach einer Mondphase, sorry. Warum denken denn das jetzt so komisch, ey? Eine Umdrehung des Mondes um die Erde dauert 28 Tage. Ja, also eine Mondphase dauert dann 28 durch 4, 7 Tage, genau, eine Woche. So, aber da kam irgendwann zu Zeiten Julius Caesars, ja, Julius Caesar, ja, meinte dann der Herr Caesar, also warum lädt denn der jetzt hier jede Kachel oder was? Meine Güte. Meinte dann, ey, seine Lieblingszahl war die 31 oder so. Da weißt du was, Leute? Der Juli kriegt nicht mehr 28 Tage. Das ist jetzt mein Monat, 31 Tage. Und dann irgendwann kam der Augustus und hat gesagt, ey, das ist aber unfair. Ich möchte auch 31 Tage, ja? Wenn der Cäsar das schon kriegt, der Julius. Ja, so ist es entstanden. Alle Monate haben natürlich auch ein... Früher gab es, früher war der Dezember der erste Monat im Jahr. Also erst, es war früher Dezember, Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, November. September, Oktober, November, sorry. Ja, November war früher der letzte Monat. Aber das gab früher sogar nur 11 Monate, kann das sein? Der September kam dann dazu. Ich weiß es nicht mehr, Leute. Ich habe keine Ahnung. Es ist zu lange her. Ich hätte es mitschreiben sollen, was er gesagt hat. Ist auf jeden Fall sehr interessant, ja? So was mal zu erfahren. Es gibt auch einen Sinn dahinter, dass die Uhr 12 Stunden hat, beziehungsweise 24 Stunden, und dass Jesus, also dass der Christus und so, am 24.12. Geburtstag hat. Ja? Da gibt es wirklich, das ist nicht einfach so zufällig gewählt,
Und offiziell ist Christus ja auch gar nicht im Jahre 0 geboren, sondern 3 vor Christus, weil damals wie heißt das denn? Diese Kinderabschlachtung da gewesen ist. Von diesem einen König da, keine Ahnung. Seht ihr mal, wenn man sich nur zur Hälfte damit befasst, ja? Ich werde das mal rausfinden, ich werde das mal googeln. Aber ich finde sowas immer mega interessant, wie die Infrastruktur der Menschheit so aufgebaut wurde. Wie zum Beispiel der Kalender entstanden ist. Obwohl viele Kalender ja auch nach ganz anderen Zeitsystemen reden, nach vielen verschiedenen. Es gibt ja verschiedene Arten von Kalendern. Es gibt ja auch den jüdischen Kalender, die sind, weiß ich schon, ein paar Tage hängen die hinterher oder sowas, ne? Es gibt ja auch, wir feiern ja am 24.12. Heiligabend, ne? Während die Russen zum Beispiel am 6. Januar, also am Tag der Heiligen Drei Könige, ihre Geschenke auspacken. Das liegt alles daran, dass die Russen, also die orthodoxen Leute, oder waren wir damals, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls gab es damals zwei verschiedene Arten von Zeitsystemen. Und die Russen haben sich halt für die entschieden, diese Zeitrechnung, die halt nicht die Zeitrechnung. Jetzt geht's ja alles so los, ja. Danke euch auch. Auch wenn es noch nicht offiziell so ist, ja. Das ist übrigens jetzt einer, das ist mir vorhin aufgefallen, dass ich gar nicht offline bin bei Steam. Ich stelle mich immer offline, bevor ich anfange hier zu spielen und euch das so zu zeigen. Tja, habe ich jetzt vergessen, ist auch, glaube ich, jetzt nicht so schlimm. Frohe Weihnachten wünsche ich es ja noch. Das stört ja keiner. Da war mir klar, dass er durchzieht. Der hat noch nicht mal gebremst, der Arsch. Einfach dieselbe Mucke. Also ich hoffe, da kommt auf jeden Fall noch ein Soundmod raus. Der spezifischer auf den Tetra eingeht. Schön, auch der Blinker, wie der modelliert ist. Sehr gut. Mit LED sogar. Geil. Gefällt mir wirklich richtig gut. Ist übrigens eine Produktion von Arne J. Der hat echt, der Junge, ne? Der hat echt Elan, ne? Also, denk mal, mit seinem Team zusammen. Die hauen hier eins nach dem anderen raus, ne? Vor kurzem erst der LE. Jetzt kam ja dann auch der LE-BVG-Version raus. Und ja, jetzt der Cetra. Schon krass, ey, die Leute. Ich fände es ja endlich mal schön, wenn einer den NG272 umbaut in den SG. 242, ja. Meine Lieblingsfahrzeuge. Oder wenn einer mal vernünftige Neoplan-Sounds. Wobei, da wollte ich mich echt jetzt mal selber dran setzen, Neoplan einen Soundmod zu machen. Mal einfach mal zu gucken, ein bisschen zu experimentieren. Gibt ja wunderschöne Aufnahmen auf YouTube. Ich meine, für mich privat kann man das ja machen, ich will das ja nicht veröffentlichen können. Ich habe da halt die Rechte von den Soundaufnehmern. Also das klingt so ein bisschen wie ein beleidigendes Soundaufnehmer. Die Aufnehmer. Da kann man wischen. Nein. Ich meine, ich versuche ja auch ein paar Sounds mal wieder aufzunehmen, aber ich habe halt nur mein Handy und das hat halt nicht die beste Mikrofonqualität.
Ich habe mir auch schon ein externes Mikrofon geholt, habe das eingesteckt und habe gemerkt, mein Handy nimmt das nicht an. Also mein Handy nimmt allgemein ein Mikrofon und nicht an. Kopfhörer gehen. Headsets gehen auch nicht. Das ist eigentlich erbärmlich. Aber ich kann mich jetzt auch nicht mit so einem Soundaufnahmegerät da hinsetzen, ne? Also, wie sieht das denn aus? Zieh doch. Mensch. Jetzt haben wir noch diese einen Menschen hier drin sitzen, der gerade eingestiegen ist. Du willst hier ein bisschen enger, soll ich 30 fahren? Kurve hier schon, ja. Da mache ich das. Langsam mal. Der eine Typ, der gerade eingestiegen ist, fällt wieder aus. Wir kriegen noch einer zu. Hallo. Wow. Hallo. Sag mal, keiner, doch einer. Das Kind hat eben einen Fahrschein gekauft, gell? Hä? Och nö, Leute, ist das euer Ernst? Ich darf über die Straße gehen, Aue. Nächste Haltestelle, Wolfsee. Endhaltestelle, bitte aussteigen. Das hier finde ich aber echt schön gemacht. Ich muss mal gucken, wo diese Deckenleuchten her sind. Dann verbrauche ich die nämlich auch. So, willkommen in der Nervenklinik. Komm, du Düsseldorfer. Das muss doch definitiv irgendwo in Köln spielen. Das kann doch nicht sein, sonst. Könnte auch dieser Duisdorf, ne, Duisberger sein. Bei der Mittelinsel hier. Ich finde es unverschämt, dass die Autos hier lang fahren dürfen. Junge, fahr doch mit deinem Golf. Ups. Ah, Elise werde ich auch nochmal ändern. Zumindest für die Autos. Aber knapp hier, oder? Alter, mein Lenker, das wollen wir vibrieren. So, das war die heutige Folge Omsi 2, ein Heiligabend. Wir haben ein bisschen über irgendwas geredet, ich weiß gar nicht, über Strunz und Kack, wie immer. Ja, ja, alles super. So. Beenden wir die Tour. La, Haltestellen, alles pünktlich. Das ist schön. Ich muss mich an eine bestimmte Pünktlichkeit in meiner Fahrerakte erhalten. Ja, der Fußgänger ist mir vor die Füße gelaufen. Ja. 9,9, wow, 0,1 ist ja noch gegangen. 1,50 schon mal eingenommen. Oh. Fahrgastzufriedenheit, ich hab noch nie mehr als 85% geschafft, ne? Ich weiß nicht warum. Weil die Leute dumm sind wie Brot, ey. So. Gut. Aha. Hätte ich mal nicht in den Fußgang angefahren, wäre bestimmt sehr gut rausgekommen. Und ein bisschen Geld. Klisch, seht ihr? So einfach verdient man hier 688 Euro. So, wir fahren jetzt auf die Rücktour, aber nicht mit euch. Sondern ihr werdet jetzt schön Heiligabend und Weihnachten feiern und euch fett fressen und nach Weihnachten sehen wir uns dann wieder. Vielleicht sogar schon an Weihnachten. Vielleicht. Mal gucken. Haut rein. Bis dahin. Schöne Feiertage und tschüss.